Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von The Talos Principle. Und ich hoffe, dass es mit den Soundeinstellungen alles passt. Es ist für mich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mein Pegel schlägt jetzt bei weitem nicht mehr so stark aus wie vorher. Dafür überschlage ich mich aber auch rein theoretisch nicht mehr. Außer ich brülle einmal so richtig rein. Nein, ich habe natürlich jetzt nicht reingebrüllt. Ich würde das nicht machen. Aber man hört auch die Musik jetzt, glaube ich, stärker. Was ich aber nicht schlecht finde, weil gerade die Musik macht sehr viel in diesem Spiel aus. Ich werde das natürlich alles nochmal nachprüfen und wenn es nicht passt, dann ändere ich es natürlich nochmal. Aber es ist halt für mich jetzt echt so ein bisschen so, jetzt erstmal gucken, wie stelle ich alles ein. Das ist gar nicht mal so einfach. Ja, weil mein Mischpult ist gekommen. Mein Garantie-Mischpult. Und ja, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich alles einstellen muss. Vor langer Zeit habe ich diese Welten entsprechend dem Zweck der verborgenen Worte erschaffen. So haben alle Dinge einen Sinn, wo vorher nur Chaos herrschte. Wisse dies und zweifle nicht. Okay. An was sollte ich denn zweifeln? Antwort. Achtung, Sie haben eine Antwort auf Ihr Support-Ticket erhalten. Antwort anzeigen. Ja, bitte. Inhalt. Kontozertifikationsfehler. Basiskonto. Antwort. Eine Diagnose. Das Kontozertifikationsprogramm wurde durchgeführt. Es konnten keine Fehler festgestellt werden. Haben Sie das Standardfehlerverfahren befolgt? Löschen Sie das bereits vorhandene Benutzerkonto. Erstellen Sie ein neues Administrationskonto. E-Mail an den Netzwerkadministrator. Okay, Benutzerprofil löschen. Neuer Administrator anlegen. Um unberechtigten Zugriff auf Admin-Funktionen zu vermeiden, können nur Personen neue Administratorenkonto erstellen. Das Systemkonto wird nun. Benutzer hat kein registriertes Konto, aber Zertifikationsdaten wurden bereits erstellt. Möchten Sie den Zertifikationsprozess erneut beginnen? Ja, bitte. Ihre Probleme mit Verleugnungen werden im Benutzerprofil angehängt werden. Weitere Versuche, Ihre Zertifikationsergebnisse zu überschreiben, werden protokolliert werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Kehre zum Eingabeaufforderungsfenster zurück. Supportsitzung wird beendet. Fertig. Bibliotheksarchivsitzung wird fortgesetzt. Fertig. Suche nach lokal zwischengespeicherten Ressourcen. Okay. Lol. Seitdem wir in die neuen Räumlichkeiten umgezogen sind, habe ich so ein komisches Gefühl. Nein, nicht so. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich könnte ständig plötzlich anfangen zu lachen. Das ist wahrscheinlich Schock, oder? Eine Unfähigkeit, mit der Realität umzugehen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass wir an diesem verrückten Ort, mit dieser verrückten Technologie, an diesem verrückten Projekt arbeiten und ich mich langsam wie ein richtiger, verrückter Wissenschaftler fühle. Fürchtet euch, Sterbliche! Wir leben! Wir werden Leben erschaffen mit der Macht der Wissenschaft. Ich habe Alex davon erzählt und sie hat mir eine Spielzeugbrille mitgebracht. Ohne Brille kannst du kein verrückter Wissenschaftler sein, hat sie dazu gesagt. Sogar Ian Malcolm hatte eine Brille. Und ich habe auf EL gezeigt und gesagt, das Leben findet immer einen Weg. Vielleicht musste man dabei sein. J.E. Harrison, Institut für angewandte Neumatik. Alle E-Mails von dieser Adresse gelten als vertraulich. Teilen oder weiterleiten ohne Genehmigung kann strafrechtlich durch den erzürnten Geist Jeff Goldblums verfolgt werden. Cicero. Sollte der fleißige Landmann Bäume pflanzen, deren Früchte er nie sehen wird? Und sollte ein großer Mann nicht Gesetze erlassen, Institutionen und Republiken gründen? Was bedeutet die Zeugung von Kindern und unsere Sorge, unsere Namen weiterzugeben? Unsere Adoptionen und unsere gewissenhafte Genauigkeit bei der Erstellung von Testamenten? Die Inschriften auf Denkmälern und unsere Lobreden, als dass unsere Gedanken sich auf die Zukunft beziehen? Kann nicht abgerufen werden, okay? Was glaubst du, haben so viele und so große Männer unserer Republik, die ihr Leben für ihr Wohl geopfert haben, erwartet? Glaubst du nicht, dass sie dachten, dass ihre Namen über ihre Lebzeiten hinaus weitergehen sollten?
Keiner hat jemals den Tod für das Vaterland akzeptiert, ohne eine tiefe Überzeugung von der eigenen Unsterblichkeit zu besitzen. Themistokles, ich habe ein bisschen Probleme teilweise mit dem Namen. Themistokles könnte in Ruhe und Frieden gelebt haben. So könnte Epaminondas, und um weder so weit in die Ferne, so weit in die Vergangenheit zu blicken, so könnte auch ich leben. Aber irgendwie hat sich in unseren Köpfen eine gewisse Vorahnung der zukünftigen Zeitalter festgesetzt. Und diese existieren sowohl am hartnäckigsten als auch am deutlichsten. In Männern von erhobenem Geiste und den größten Seelen. Wenn man dies wegnimmt, wer werde dann so verrückt, sein Leben inmitten von Mühen und Gefahren zu verbringen? Ja, es ist sehr, sehr philosophisch alles. Sehr viel zum Nachdenken. Jenny. Chatbots werden immer raffinierter. Nigel Pyjamas. Wohl wahr, aber kaum relevant für diese Diskussion. Bist du sicher? Woher weiß ich, dass ich nicht ein Bot bin? Sei nicht albern. Ich bin nicht albern. Ehrlich, wie könntest du das wissen? Troll. Ich bin kein Troll. Ja, genau. Ach, ein Vegan, Warrior und ein Sam Schwarz ist auch dabei. Gibt es irgendwas, was ich bisher geschrieben habe, das nicht von einem Bot stammen könnte? Ich reagiere auf einfache Beleidigungen wie albern und Troll mit sehr einfachen Antworten. Und ich habe bemerkt, dass keiner von euch richtige Rechtschreibung verwendet, also vermeide ich auch Großschreibung. Was ist die Hauptstadt von Frankreich? Paris. Selbst das einfachste Skript könnte diese Information aus dem Netz ziehen. Was ist die Hauptstadt von Kroatien? Zagreb. Okay, sie ist ein Bot. Lol. Ich bin kein Bot. Ich bin Europäer. Wir lernen solche Sachen in der Schule. Ich habe dich schon ein paar Mal in diesem Chatroom gesehen. Bots können nicht an Diskussionen teilnehmen. Bestenfalls können sie zufällige Kommentare schreiben. Sam hat recht. Hör mit den Trollen auf. Vegan Warrior? Sam ist ein Bot. Sam, der geschrieben hat, bestenfalls könnte sie zufällig Kommentare schreiben und dass Bots nicht an Diskussionen teilnehmen können. Das ist witzig, dass sich normale Leute über Bots unterhalten, sich gegenseitig unterstellen, Bot zu sein, und dann ist jemand komplett anderes der Bot. Das ist interessant. Okay, gut. Ich würde sagen, starten wir mal ins nächste Abenteuer. Eine Tür zu weit. Eine Tür zu weit. Da haben wir so ein Prisma. Da haben wir einen roten Strahl. Gut. Da haben wir auch ein Prisma. Da ist ein Schimmer. Ach, das muss dahin. Oder wie? Scheint so. Ja gut. Das war es aber sicherlich noch nicht. Da kommt noch mehr. Sekunde. So. Der Gemma. Weiß auch nicht ganz genau, für was wir den Gemma brauchen, aber wir werden das schon noch feststellen. Hier ist eine Box. Hier muss dann anschließend der Strahl rein. Pausier das Ding da mal schnell. Da würde ich gerne rein. Da würde ich gerne rein. Ah, okay. Ja, ich hab's verstanden. Weiß ich sicher, bin ich mir nicht, ob ich's verstanden habe. Kann ich das stören? Ja, kann ich. Da ist nämlich das Prisma. Tut aber noch nichts.
Das ist interessant. Habe ich jetzt bitte den Gemma? Nein, natürlich nicht. Ich bin blöd. Ja gut, warum bringe ich den Gemma bitte schön außen an, damit ich ihn dann ja nicht mehr wegnehmen kann? Dann müsste ich den schon innen anbringen. Dann kann ich hier mich wenigstens auch schön brav aussperren hinterher. So, und ich glaube, dass wir es auf alle Fälle mit diesem Ding verknüpfen müssen. Na, mich hat da was gepiekst. Entschuldigung. Jetzt juckt das ein bisschen. Meh. So. Damit haben wir das gemacht. Das können wir jetzt aufmachen. Das ist also nicht das Problem. Aber das ist nicht das Ziel, wie wir es aufmachen sollen. Immer noch eine Box. Weiß noch nicht ganz, für was wir die Box brauchen, aber vielleicht ist die für die Kugel. Oh, Katze. Konvektor nehmen wir mal mit. Verbinden es mit dem. Dem. Stellen es ab. Okay, es hat erstaunlich lange gedauert. Für was war die Box jetzt? Oh, wow. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Okay. Ja, gut. Ich muss mich da Stück für Stück vorarbeiten. Okay, ich habe sowieso schon einen Fehler begangen. Mal davon abgesehen. Ich müsste den Gemma wahrscheinlich Stück für Stück mitnehmen, Tür für Tür. Das habe ich nicht gemacht. Das heißt, wir machen hier kurz auf. Richten das Ding auf das da aus. So. Eieiei. Nehmen den Gemma mit. Ah. Das ist wirklich dafür da. So, dann kann das schon mal gar nicht mehr passieren. Weil das jetzt nicht das Problem gewesen wäre. So, jetzt können wir nämlich durchgehen und den Gemma innen anbringen. Was wir aber nicht mehr machen müssen. Könnte ich den Gemma theoretisch da anbringen, brauche ich aber eigentlich nicht. Sondern ich verbinde jetzt das Teil mit dem Teil. Verknüpfen. So. Ja, damit geht das auf. Und jetzt kann ich das hier stören. Na also, geht doch. Oh, Katze. Sehr schön. Ah. Ja, der hat sich mal wieder mit seinen Krallen und so, ne? Das ist sehr gut gemacht. Können Sie mal aufhören, hier rumzuwanzen? Ja, guck mal, hier ist jetzt offen. Ach, die kompletten Gitter sind alle verschwunden. Okay. Ja. Ich hoffe, man hört ihn nicht zu stark. Ansonsten muss ich ihn wohl rausschmeißen, wenn man ihn zu stark hören sollte. Laufen einfach wieder schön brav gegen den Uhrzeigersinn hier durch. Ob wir hier irgendwas finden. Er macht Krach. Sekunde. Ich weiß, das ist eigentlich total unprofessionell, das während einer Folge einfach die Katze rauszuschmeißen und dann das nicht rauszuschneiden. Aber immerhin, so konnten wir nochmal eine Weile schön auf die Musik horchen. Oh, weia.
Gut. Zweifarbige Verwicklung. Okay, wir werden also wieder mit zwei Farben arbeiten dürfen, wie es scheint. Okay. Hier haben wir einen Konvektor. Das können wir mit irgendwas verknüpfen. Gut, die Sache ist die, ich kann das Ding Maximum bis da hier hinstellen. Ja, wobei, aber das funktioniert. Und von daher, dann daher. So. Wird es das schon mal offen? So, warum kann ich das so aufmachen? Okay, verstehe. Die kann man auch aufmachen. Warum auch immer. Ja gut, man könnte jetzt den einen hier... Fast. Verdammt. So geht's nicht. Ach ja, natürlich, weil das dann da ja abbricht. Weil ich da aufmache. Ja, nee. Das. Was hat man davon, sich da drauf zu stellen, ohne wenn man nichts hat, was man draufstellen kann? Die Laserstrahlen können ja nicht durch das Blaue durch. Da bin mir ziemlich sicher. Wir können zwar das da ins Rote reinschicken, aber das bringt uns nicht viel. Weil die Laserstrahlen nicht durch das Blaue durch können. Ich kann aber auch dieses Feld nicht erzeugen mit nur einem Prisma. Aber... Ich kann das hier kurz mal hier benutzen. Und damit verknüpfen und dahin stellen. Aber dafür muss ich trotzdem erstmal das da aufmachen, verdammt. Hä? Ich komme nicht drauf. Oh. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Die Musik ist halt wundervoll. Aber es bringt nichts, ich komme halt trotzdem nicht drauf. Das hier bringt mir nur, dass das aufgeht. Das hier macht das auf. Ich will wahrscheinlich ein Prisma mehr haben. Aber warum will ich ein Prisma mehr haben? Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Damit ich es da vorne drauf stelle. Ich will wahrscheinlich einfach nur das Prisma hier drauf stellen. Wie umgehe ich das? Ich habe keine Möglichkeit, anders das Blau aufzumachen. Ich habe diese Möglichkeit nur, indem ich das Tor hier aufmache. Sobald ich aber etwas von den Teilen hier umsetze, geht das hier wieder zu. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt hier anbringe, das hier aufgeht. Kann ich die Prismas hier nicht umsetzen.
Ich habe, glaube ich, gerade einfach nur einen bescheuerten Denkfehler drin. Das geht schon. Ich weiß es nur noch nicht wie. Ich kann ja schon mal die Vorbereitungen nochmal treffen. Da wären die Vorbereitungen, dass das hier mit dem hier verknüpft werden würde. Ja, aber dafür brauche ich das Prisma, verdammt. Ich kann das jetzt wegnehmen, dann geht das hier zu. Dann kann ich hier das ja nicht mehr verknüpfen. So. So müsste das sein, aber das geht jetzt natürlich nicht. So, das ist das Problem. Ich kann die nicht verknüpfen. Ich kann mal gucken, wie weit nach hinten kann ich das Teil setzen. Damit es immer noch das Ding hier erwischt. So weit. Ah, das reicht, das reicht, das reicht. Jetzt überschneiden die sich. Das ist kein Problem. Weit. Jetzt noch. Wah! Wo strahlt denn das hin? Hab ich das denn hinstrahlen lassen? Da sollte es nicht hinstrahlen. Das soll es anstrahlen. So, jetzt dann. Jetzt können wir den wegnehmen. Oi, oi, oi. Das ist ein Stress. Und das da muss zwar schon das ansteuern, aber es muss auch das ansteuern. Ja gut, ist ja egal. Jetzt bin ich eingesperrt. Ist wurscht. Kann mich auch einsperren. So. Zum Zurückspulen X halten. Okay. Ich kann also selber zurückspulen. WTF? Ja, dass da jetzt die Tür zugegangen ist, das war jetzt ein bisschen doof. Das konnte ich jetzt leider nicht mehr rückgängig machen. Hier ist was. Haben wir schon wieder eine Terminal? Da! Das ist ein Terminal. Ein anderes Terminal, kann das sein? Einfaches Prinzip, Arcadie-Tagebuch und Eintrag, Kommentare. Einfaches Prinzip. Obwohl Straton selbst nie den Begriff verwendet hat, wurde seine Aussage über die unausweichliche Materialität des Lebens, dass wie der bronzene Riese Talos selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben kann, letztendlich als das Talos-Prinzip bekannt. Was viele seiner Zeitgenossen und nicht wenige spätere Gelehrte aufgebracht zu haben scheint, ist die Einfachheit und die Unanfechtbarkeit des Prinzips, welches, laut einem Fragment, das in Miletus gefunden wurde, durch ihre rhetorischen Netze schnitt, welche versuchten, ihre Zuhörer mit fantasievollen Worten und Gedanken über den Himmel zu verwirren, wie Alexanders Schwert durch den gordischen Knoten. Diogenes Laertius erwähnt einen Diskurs von Anaximander von Chalcedon, das das Talos-Prinzip stark erweiterte, aber dieses Werk bleibt uns verloren. Arcadie-Tagebuch. Wir haben heute... wo lese ich hier? Habe heute offiziell mit der Arbeit am Archiv begonnen. Mitwirkende aus jedem Land auf der Erde, solange Netzwerkverbindungen verfügbar sind. Team vom Projektumfang ausgeschüchtert.
eingeschüchtert, arbeitet aber hart. Ah, oh, was lese ich so falsch? Ich versteh's nicht. Wir werden unsere Räumlichkeiten mit dem Trennern und Sarabhai-Team teilen. Freue mich, Sie zu treffen. Ich kann eigentlich sehr gut lesen, deswegen verstehe ich, warum ich mich teilweise so viel verlese. Cheeseman, erster. Ernsthaft, Cheeseman, das war das Beste, was dir eingefallen ist? Lol. Eine tolle Momentaufnahme der besten und schlimmsten Charakterzüge der Spezies Mensch. Die schlimmsten Charakterzüge? Wirklich? Ist nur ein Kommentar. Ich bin nicht Stalin. Stalin war auch ein toller Kommentator. Vielleicht solltet ihr mit den Witzen aufhören. Das ist ernst. Das erste Ernsteste, das jemals geschehen ist. Ich denke, das ist ein guter Grund zu scherzen. Das Internet macht langsam nicht mehr mit. Tschüss, Leute. Tschüss. Gott segne euch. Letzter. Okay. Ja, typische Chat-Kommentare. Okay, hier ging es dann jetzt also weiter. Jetzt laufen wir mal noch ein Stück hier voran. Holen uns mal hier hinten noch den Log-Eintrag oder was das ist. Da geht's hier raus. Nee, hier geht's raus. Ich dachte, hier wäre nochmal ein Log oder so. Hier hoch können wir da nicht. Ja gut, dann würde ich aber sagen, ich verabschiede mich für heute. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.